Hi, ich bin's wieder. Geht's euch gut? So, heute will ich euch mal zeigen, wie ihr YouTube-Videos erstellen könnt, ohne euch dabei das Gesicht zu zeigen. Und wir schließen eine Wette ab. Ich wette, ich schaffe es unter 5 Minuten, ein Video zu erstellen. Das Skript ist vollkommen einzigartig. Ich habe dafür maximal vielleicht einen Satz selbst geschrieben, also grob das Thema vorgegeben. Und ich zeige dir, wie man so komplette YouTube-Videos macht. Und wie ihr euch dann natürlich vorstellen könnt, wenn ich dafür nur 5 Minuten brauche, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Videos man theoretisch an einem Tag erstellen könnte, wie viel könnte man in einer Woche erstellen und wie viel in einem Monat. So, und jetzt dieses Video auch noch bei YouTube hochladen und dann damit Geld verdienen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Schocke ich dich damit, dass du sagst, Mensch, du hast gar nicht gewusst, dass so YouTube-Videos produziert werden können, dann ist das Video natürlich auch was für dich. Ich hoffe es. Also, ich würde sagen, wenn du daran interessiert bist, huschen wir jetzt mal kurz zu meinem PC und ich zeige dir ganz genau, wie das geht. Wir sehen uns. So, da wären wir wieder an meinem PC. Also schauen wir uns das mal an. Ich brauche dafür 2 Webseiten und eine Bedingung. Ihr solltet euch Gedanken darüber machen, welche Nische ihr bedienen wollt. Was wollt ihr machen? Welches Thema? Was interessiert euch? Was ist eure Leidenschaft? Zu welchem Thema könnt ihr vielleicht auch noch viel schreiben, also euch selber viel einbringen? Und wenn ihr das gefunden habt, das dauert vielleicht auch ein Tag, 2 Tage oder vielleicht bei einem Gläschen Wein, dass ihr das spontan findet. Ihr solltet euch über eure Nische Gedanken machen, wo ihr rein wollt und dann legt ihr einfach los. Vielleicht seid ihr auch total kreativ und könnt ihr total gut schreiben, seid aber schüchtern, ihr wollt nicht vor die Kamera und sagt, Mensch, also schreiben, wenn ich nur Texte schreiben könnte, wäre das total toll. Dann hätte ich mein Skript, aber mich dann selber zeigen, das ist nicht euer Ding. Dann zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und wie solche Einnahmen, wie solche Kanäle haben, überhaupt möglich sind. Also, los geht's. Als erstes solltet ihr euch Gedanken machen, welches Thema wollt ihr machen. Und ich habe für mich jetzt ausgesucht, ich möchte das Thema Affiliate Marketing machen, weil es einfach jetzt, sag ich mal, zu meinem Kanal passt. Ich werde jetzt ein Skript erstellen. Ihr werdet sehen, dass ich kaum eigentlich was selber mache, sondern eine künstliche Intelligenz für mich arbeiten lasse. Mein Gott, wenn es das vor 10 Jahren gegeben hätte, puh, das wäre natürlich schon genial gewesen, ob man damit alles hätte machen können, oder sagen wir vor 20 Jahren. Aber genug gelabert, ich zeige es euch. Und zwar, die erste Seite, die wir jetzt hier haben, ist Writer. Writer könnt ihr vollkommen kostenlos machen. Es ist eine künstliche Intelligenz, mit der ihr Texte schreiben könnt. Und ihr seht, ich habe das schon so ein bisschen hier auch schon genutzt. Ich sage jetzt einfach New Document und sage das Thema jetzt Affiliate Marketing. So, jetzt habe ich hier, wie ihr seht, ein komplett leeres Blatt. Jetzt habe ich hier die Möglichkeiten. Writer ist multilingual. Ihr habt zig Sprachen. Ihr seht das hier, Arabisch, Dänisch, Chinesisch. So, ich gebe jetzt natürlich Deutsch ein. Jetzt könnt ihr sozusagen den Grundton eures Textes auswählen. Ich habe jetzt hier Passionate. Es gibt natürlich viel Assertive, Casual, ja, Convincing, Funny, Formal. Also es gibt einiges. Humorvoll. Da vielleicht einfach mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, ich packe euch den Link unten in die Beschreibung rein. Ihr könnt dieses Tool vollkommen kostenlos testen. Ihr habt dann erstmal 5000 Wörter in einem Monat, die ihr einfach so mal testen könnt. Es ist vollkommen kostenlos. Und wenn ihr sagt, Mensch, das Thema ist was für mich, dann könnt ihr, geringen Kosten euch dann aufstocken. Aber erstmal zum Testen würde ich sagen, wie gesagt, einfach komplett kostenlos würde ich gar nichts machen. So, ich nehme jetzt einfach mal, was nehme ich denn jetzt mal? Das ist gerade eine gute Frage. Worried ist doof. Enthusiastisch. So, und dann sage ich jetzt hier, mein Primary Keyword ist Affiliate Marketing. Und ich sage, ich möchte von diesem Text 3 Varianten haben. Und der Kreativitätslevel ist high. Und jetzt sage ich, write for me. So, und jetzt geht's los. Also, stoppt die Zeit. Wie lange brauchen wir jetzt für einen Text, der vollkommen einzigartig ist und den es so noch nicht im Internet gibt? Das können wir auch überprüfen. So, jetzt haben wir hier sozusagen 3 Möglichkeiten oder 3 Varianten und ich suche mir jetzt einfach hier mal das Beste aus. Wir sehen jetzt schon, wir haben hier schon 320 Wörter. Was haben wir hier? Der vollständige Leitfaden zum Affiliate Marketing und wie Sie es nutzen können, um das meiste Geld zu verdienen.
um das Ganze ein bisschen kompakter zu machen, wie Sie Ihr Affiliate-Marketing-Geschäft mit diesen 5 Tipps erfolgreich ausbauen. Ich denke, das ist auch eine gute Überschrift. So, also wir haben jetzt hier, was ist Affiliate-Marketing und wie können Sie anfangen? Da nehme ich jetzt hier das Wort Einführung weg. Dann haben wir jetzt hier auch schon wieder unseren ersten Absatz. Das lösche ich auch weg. Bauen Sie Beziehungen zu anderen Affiliate-Marketern auf. Machen wir als Punkt 1 und sagen jetzt hier wieder Paragraph. So, dann ist er wieder hier am Schreiben. Der erste Schritt besteht in der Affiliate-Firma zu finden, mit denen Sie etwas gemeinsam haben. Eine Möglichkeit. Ja. Ich finde, das passt. So, löschen wir das wieder weg. Verwenden Sie soziale Medien. Punkt 3. Erweitere ich auch wieder. Also ist doch wohl einfach genial, ne? Wie das funktioniert. Also ich bin total geflasht. So, lösche ich das hier wieder weg. So, weiter geht's. Punkt 4. Wieder Paragraph. Also wie gesagt, genial. Ich finde das hier total genial. So, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, führen Sie eine Wettbewerbsanalyse Ihrer Branche durch. So, dann fängt er ja hier mit 1 an, Marktanteil. So, und dann listet er jetzt hier Sachen aus. So, finde ich persönlich sehr gut, aber das müssen wir jetzt so ein bisschen anders gestalten. So, dann sind wir hier bei Punkt 3. Und wie gesagt, das könnt ihr mit jedem Thema machen. Mit jedem Thema, was ihr machen wollt. Vor allem, wenn ihr euch dann auch noch ein bisschen auskennt, ist das wirklich, könnt ihr auch eure eigenen Texte hinzubringen und habt somit wirklich uniken Content. Dieser Content, was ihr hier schreibt, ist dann wirklich einzigartig. Und dass das auch so ist, werde ich euch jetzt gleich zeigen. So. Jetzt haben wir hier zum Beispiel nochmal 7 Punkte. Finde ich genial. So. Zack, das löschen wir weg. Und dann kommen wir jetzt hier zum letzten Punkt. Fängt er auch wieder an. Und er fängt wieder an mit Top 3 Punkten. Super. Was wir jetzt zum Beispiel versuchen können, wir haben jetzt schon über 600 Wörter geschrieben. Also das Programm hat 600 Wörter geschrieben. Wir haben so viele Wörter nicht geschrieben, ne? Nur um euch das nochmal zu zeigen. Ne? So, wir haben jetzt hier eine Auflistung wieder von so Top 3. Was wir jetzt machen können, ist, wir sagen, er soll jetzt einen dritten Punkt mit diesen Dankes-E-Mails verlängern. Er soll mehr schreiben. So, fängt er an. Die sind eine Möglichkeit, wie Sie E-Mail-Marketing verwenden können, um Kunden zu binden. Jetzt lösche ich mal das und weg und sage hier, viertens, richten Sie einen Content-Kalender für soziale Medien ein. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 2-mal täglich in sozialen Medien posten. Oh. Das sind auch schon wieder 4 Punkte. Jetzt können wir das Spielchen natürlich jetzt weitertreiben und sagen, schreib noch mehr. Sie können einen Inhaltskalender einrichten, mit dem Sie einfach planen können, welche Wochentage inhalten. Fünftens, erstellen Sie Best-of-Listen. Ja, super. Also wir haben jetzt hier 687 Wörter, ohne was wirklich selbst geschrieben zu haben. So, das ist jetzt unser Skript. Ach ja, ich wollte euch ja zeigen, ob das wirklich einzigartig ist. Wir testen mal, wie Sie Ihr Affiliate-Marketing-Geschäft mit diesen 5 Tipps... So, jetzt schauen wir mal, ob es das hier schon im Internet gibt. So, jetzt gehe ich hier auf More und jetzt sage ich Plagiarism, Vorführeffekt. Das sind zu wenig Wörter. Es sind 80 und ich brauche für diese Plagiatsprüfung brauche ich mindestens 100 Zeichen, 100 Characters und das ist jetzt zu wenig. Also ich muss jetzt hier einen kompletten Abschnitt nehmen. Was ist Affiliate Marketing und wie können Sie anfangen?
So, jetzt nehme ich mal diesen Abschnitt, sage More und sage Plagiarism. Jetzt wird geguckt, wie hoch die Übereinstimmung im Internet sind und was er finden kann. Das braucht jetzt natürlich auch seine Zeit. Und dann. Ja, hier sehen wir Übereinstimmungen, wie ihr seht. Wir haben hier zu 85% und hier 72, 67, 65. So, hier hatte also die Maschine, die künstliche Intelligenz, tatsächlich hier sich anderer Sachen bedient. Das können wir sehen und die Übereinstimmungen sind teilweise wirklich sehr hoch. So, aber da bleiben wir doch jetzt mal ganz entspannt. Also ihr seht, es sind tatsächlich ein paar Dinge da. Und das war jetzt, muss ich aufpassen, das war jetzt dieser Abschnitt hier. Gut, dann sagen wir jetzt einfach, schreib's um. So, was ist Affiliate Marketing? Wie können Sie anfangen? Hat sich jetzt, glaube ich, nicht viel geändert, aber wir schauen jetzt mal, was er jetzt findet. Jetzt findet er nichts mehr. So, somit bin ich mir jetzt wirklich sicher, dass es hier keinen doppelten Content im Internet gibt. Weil ihr werdet von Google derbest abgestraft, wenn man herausfindet, dass ihr sozusagen Content von anderen Nutzern benutzt. Macht man nicht, solltet ihr sein lassen, sonst flattert euch nur ein Kläkchen aus. Aber wir testen jetzt mal, wie das klappt. Also, ich nehme jetzt einen Test und sage, ich google jetzt mal, was ist Affiliate Marketing? Und nehme jetzt 7 Schritte zum Geld. Ich nehme jetzt mal diese Seite. Ach ja, vom Peer. Ja, jawohl, den kennen wir ja auch. So. Jetzt nehme ich diesen Text und kopiere ihn und füge ihn jetzt nur jetzt als Beispiel, um es euch zu zeigen, hier unten ein. So, Copy Paste. So. Und jetzt nehme ich das und sage More und mache jetzt die Plagiatsprüfung. Und jetzt gucken wir mal, was er jetzt findet. 100% Affiliate Marketing Tipps. Hier haben wir eine 100%ige Trefferquote. Hier auch wieder. Aber das ist alles von ihm, von seiner Seite. Also ihr seht, kopieren ist nicht. Das Programm prüft das sehr wohl. So, wegixen. Löschen. Jetzt habe ich hier irgendwas am besten. Erstellen Sie, habe ich jetzt versehentlich zu viel gelöscht, weil erstellen Sie Best-of-Listen. Posten Sie dann diese. Punkt. So, jetzt haben wir was. Also wir haben 657 Wörter. So, nächstes Tool. Diesen Text nehmen wir jetzt. Das ist unser Skript und daraus machen wir jetzt ein Video. So, Rechtsklick, kopieren. Und jetzt gehen wir zu der nächsten Seite. Pictory AI. Mit dieser Seite könnt ihr, wenn ihr einen Artikel im Internet habt, also wenn ihr euren eigenen Blog betreibt, könnt ihr den Link hier rein posten und diese Seite macht aus euren Blogartikeln selbstständig Videos. Funktioniert super. Aber ich weise darauf hin, nehmt wirklich nur eure eigenen Blogartikel und kopiert nicht wie wild da irgendwas rein. Das geht nicht gut. So, jetzt haben wir hier Script to Video. Das nehmen wir. Copy paste your script and start typing the text. So, Start. So, jetzt sage ich hier, das ist mein Script. So. Dann sage ich jetzt, das lassen wir so, dann sagen wir hier Affiliate Marketing. So, also wir haben hier 4625 Characters, Spellcheck, yes. So, Scene Settings.
Hier können wir zum Beispiel unsere Keywords highlighten und so. Hier könnt ihr noch selbst selbstständig Sachen einstellen. So, und jetzt sagen wir Proceed. Jetzt fragt er, was für ein Video wollen wir erstellen. Landscape, also das wäre jetzt natürlich für YouTube-Videos, das ist hier für Shorts und das wäre jetzt hier für Instagram. Damit könnt ihr alles solche Videos machen. Ich sage jetzt hier Landscape und los geht's. Und jetzt macht er euer Video. Und ihr seht, ihr habt bis jetzt kaum was gemacht. Ist doch Wahnsinn, oder? Ich habe jetzt natürlich viel erklärt, deswegen haut das mit den 5 Minuten jetzt natürlich auch nicht hin. Aber ihr seht ja, das ist wirklich, das ist kein Hexenwerk. So, jetzt braucht das Programm natürlich ein wenig. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Da sind wir. Das Programm hat fertig berechnet. So, jetzt seht ihr, Szene 1, Titel, was ist Affiliate Marketing, Geschäft mit diesen 5 Tipps erfolgreich ausbauen. So, hier seht ihr jetzt, was das Programm alles gemacht hat. Jetzt sehen wir hier, was. Der Text ist jetzt, sag ich mal, ein bisschen ungünstig gemacht. Das ist jetzt, ich sag jetzt mal, vom Textaufteilung ist das jetzt hier ein bisschen ungünstig gelaufen. Da müssen wir jetzt nochmal, ups, falsche Taste gekommen, nein. So, da müssen wir jetzt noch ein bisschen nachjustieren. Als erstmal suchen wir uns hier mal einen Style auch aus. Ich würde sagen, ich finde sowas hier mit der schwarzen Schrift und das Highlighten. Oder gelb finde ich auch nicht schlecht, sonst nehme ich das. Nehme ich gleich das erste Theme. So, und da seht ihr hier unten, das hat er alles schon gemacht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Text hinkriegen. So, Story. So. String X. So. Jetzt fuschen wir hier ein bisschen rum, weil ich das jetzt nicht gut finde. Das Programm ist natürlich eigentlich für die englische Sprache ausgelegt. Und somit sage ich jetzt Delete. Yes. Das ist jetzt hier so ein bisschen ungünstig geworden. Also normalerweise muss ich hier nicht so viel korrigieren. Aber ich hätte wahrscheinlich am Anfang schon mehr Absätze machen müssen. Dann wäre das jetzt nicht so geworden. So. 10-Minuten-Videos. Also ihr könnt jetzt hier wirklich noch ein bisschen Feintuning machen, aber so schnell könnt ihr ein 10-Minuten-Video erstellen. Das ist echt heftig. So, jetzt könnt ihr hier die einzelnen Bilder-Szenen durchgehen. Was euch nicht gefällt, wo ihr sagt, Mensch, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Das löscht ihr raus, das tauscht ihr aus. Ich meine, ist eine schöne Straße jetzt. Okay, Nussknacker und Google Suchmaschine passt jetzt nun wirklich nicht. Da würde ich jetzt sagen Visuals. Und dann würde ich jetzt hier gehen, sage ich jetzt, tausche ich aus. Google. So, jetzt würde ich sagen, ich möchte gerne... Ja, machen wir jetzt mal ganz schnell hier, hier Suchmaschine, zack, ausgetauscht. Ne? Also so schnell könnt ihr hier wirklich Sachen austauschen. Was habe ich hier mit dem Auto
Unternehmen, die Partnerprogramme. Dann gebe ich jetzt hier zum Beispiel mal ein Affiliate. Also ihr seht, so einfach könnt ihr mal kurz die Bilder austauschen. Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel Affiliate Marketing würde ich jetzt hier einfach reinpacken. Hier seht ihr dieses DHL-Fahrzeug. Würde ich jetzt sonst mal das hier nehmen. Ihr seht, so könnt ihr also komplett austauschen. So, gehen wir wieder in die Stories. Und so könnt ihr euch hier durch euer ganzes Video zappen. Wenn euch das gefällt, sagt ihr Generate und dann sagt ihr Video. So. Ihr seht, es sind hier so Watermarks hinterlegt. Das ist jetzt, wenn ich das Video generiere, sind die natürlich weg. Aber wenn ihr dieses Pictory kostenlos nutzt, werdet ihr auch ein Wasserzeichen finden. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr das wirklich ernsthafter betreiben wollt, nehmt einfach das nächste oder das erstbeste Bezahlprogramm oder beziehungsweise Bezahllizenz, um diese Wasserzeichen wegzumachen. Was ihr natürlich sonst auch machen könntet, ihr schneidet sonst im Nachhinein nochmal dieses Video mit einem Schnittprogramm, um das dann irgendwie rauszubringen. Aber sonst, wenn ihr das wirklich ernsthafter betreiben wollt, empfehle ich euch, das schon zu bezahlen. Jetzt gehe ich auf Generate, Video. So, und jetzt legt er los. Jetzt legt er los, fängt an, das Video zu generieren. Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Nochmal kurz nochmal Stopp machen. Format habe ich gesagt. Ach ja, 720p. Also, ihr müsst euch hier sonst einfach mal durchzeppen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Audio habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Ihr könnt hier kostenlos auch Musik hinzupacken. Was ist das hier? Public Enemy. Klingt ja gefährlich. Vielleicht ein bisschen zu aggressiv für meinen Geschmack jetzt. Was ist das? Ja, ich würde jetzt das nehmen. So, zack, einmal. Dann packt er das dazu. Und jetzt sagen wir nochmal Format. Ich hätte das gerne in 1080p Landscape und sage jetzt generiere ein Video. Und jetzt legt er los. So, ihr seht, er ist am Arbeiten. Ich mache jetzt hier einen Cut, sonst wird das für euch zu lang. Das Video lade ich so, wie es jetzt hier rauskommt, 1:1 auf meinen Kanal hoch. Ich verlinke es euch hier oben. Wenn es dann schon oben ist, wenn ihr das Video schaut, könnt ihr dann gleich da reinklicken und euch das Endergebnis anschauen. Wir schauen aber uns gleich mal in der Vorabversion schon mal an, was da rausgekommen ist. Aber jetzt erstmal Cut. So, das Video ist fertig. Ihr seht, es hat jetzt 7 Minuten gedauert, damit die künstliche Intelligenz das Video rendern konnte und verarbeiten konnte. Ich habe es jetzt aber schon runtergeladen und ich würde sagen, wir schauen es uns gleich mal an. So, ich klicke jetzt einfach mal drauf. Ja, ihr seht, in HD. Ich hätte jetzt natürlich noch den Text einsprechen können oder einsprechen lassen durch eine künstliche Intelligenz, aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Ja, ist doch wohl ein Hammervideo, oder? Dafür, dass wir hier wirklich so gut wie nichts gemacht haben. Und ihr seht, wie schnell man hier Videos erstellen kann. Warte, stopp. Ohne, dass man wirklich selber was macht. Das ist doch wohl der absolute Hammer. Also ich bin total geflasht von dem, was man mittlerweile machen kann, ohne wirklich selbst so tätig zu werden. Wenn ihr jetzt natürlich noch eigenen Content bringt, ist das natürlich echt eine Möglichkeit, extrem viel Videos rauszuhauen, ohne sich zu zeigen. Und damit kann man sich wirklich einen YouTube-Kanal aufbauen und auf lange Sicht hin sich wirklich ein schönes Nebenher-Einkommen aufbauen. Ist doch heftig. So, das Video packe ich jetzt hoch auf meinem Kanal, dann könnt ihr euch das anschauen und zeigt mir mal mit dem Daumen nach oben, wie ihr das gefunden habt und wie nicht. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr zu diesem Video sagt und sagt mir mal, was für andere Programme ihr noch so kennt, um Videos zu erstellen. Das würde mich echt mal interessieren. Wenn du lieber mit Laufen und Spazieren gegen Geld verdienen willst, dann solltest du dir das Video mal anschauen, weil das ist wirklich jetzt auch gerade im Sommer eine schöne Möglichkeit, aktiv zu sein, fit zu bleiben und nebenher noch Geld zu verdienen. Das
geht man doch gleich viel lieber spazieren, oder? Bis dann. Ciao, ciao.